Guten Abend und herzlich willkommen zur Talkshow am Donnerstagabend zu «Kritik direkt». Mein heutiger Gast ist der Luca Henny, Sänger und höchst erfolgreicher Schweizer Musikexport. Guten Abend, Luca. Guten Abend, ciao. Du bist erst kürzlich wieder in die Schweiz gekommen, weil du bist jetzt ganz lang, schon fast in Quarantäne in Deutschland gewesen, hast an einer Show teilgenommen, «Let's Dance», 3 Monate lang, und damit bist du fast eine Ausnahme, weil wir sind alle daheim gewesen während der Corona-Zeit, ja. Du bist nicht daheim gewesen und hast können arbeiten. Und ich habe mir überlegt, für dich sicher noch schön gewesen, weil du machst nicht gerne nichts, oder? Da hast du völlig recht. Also ich habe es wirklich als Privileg gesehen, muss man sagen. Also einfach 3 Monate in Köln gewesen, geplant eigentlich nur eine Woche. Also mein Koffer nur für eine Woche gepackt und dann ist das Ganze natürlich losgegangen und ich konnte nicht zurück. Aber es war ein schönes Privileg gewesen. Aber ich durfte durcharbeiten quasi. Ja. Ja, natürlich auch, weil du bis ins Finale geschafft hast. Ja, das kann man sagen. Ja. Dort sind noch 3 Paare übrig gewesen und überall hat es geheißen, ja, jetzt muss der Luca Henny und seine Partnerin fast gewinnen, weil er gewinnt ja fast alle von diesen Wettbewerben. Bist du dann Dritter geworden? Und ich sage dir jetzt auf die Nase zu, es hat dich genervt, hast du nicht gewonnen, stimmt? Ey, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube aber einfach, also ich habe mir einen rechten Druck gemacht, ja. Schon ein bisschen. Also durch die ganze Staffel nie, es hat dann immer alles gut funktioniert und BAD, wir sind immer weitergekommen. Und dann so zum Finale ist aber schon das Ding gekommen, so, fast alles, was ich jetzt mitgemacht habe, habe ich wie gewonnen. Und jeder hat auch schon geschrieben, ja, das gewinnst. Also, ja, super. Irgendeiner muss es noch machen, das sage ich. Und ich glaube, das ist mir vielleicht ein bisschen zum Verhängnis geworden. Es haben sich so ein paar Fehler eingeschlichen. Aber also, ich bin völlig zufrieden. Aber klar, das wurmt dem ja im ersten Moment. Weil, wenn ich etwas mitmache, dann kann ich schon immer so in das Ding rein und sagen, das wollte ich gewinnen. Das ist ja offensichtlich, das stimmt schon. Überall, wo du mitgemacht hast, du hast vorher schon so eine Tanzshow gewonnen, im deutschen Fernsehen. Natürlich angefangen alles mit «Deutschland sucht den Superstar», da reden wir auch noch drüber natürlich später. Ja. Also das Winnergehen, oder dass man wirklich das Gefühl hat, der Luca Henny, der gibt sich so ein bisschen als Sonnyboy und so ein bisschen als Lockerer, aber wenn er dann etwas mitmacht, dann ist er extrem ehrgeizig. Ja, auf jeden Fall, ja. Nee, das ist so. Ich liebe auch die Challenges. Also, ich meine, ja, ich bin gerade überlegen, es gibt glaube ich gar nicht so viele Shows, die ich jetzt machen kann, weil die meisten haben jetzt da durch. Ja. Aber so die Herausforderung, eben so aus dem Musikerleben so ein bisschen schnell für ein paar Monate rauszugehen, eben bis jetzt das Tanzen ist, ja mo, in dem Sinne ist es jetzt Tanzen, um etwas Neues zu lernen und sich da wieder neu zu beweisen, das habe ich auch gerne. Und ich glaube, da musst du schon mit der Einstellung rein, so, ich will es jetzt einfach, ich will das Ding reissen. Irgendwie. Das bist sicher auch bei deinem grössten Auftritt mit dieser Einstellung reingegangen. Das war letztes Jahr gewesen, am Eurovision Song Contest. Dort hast du es zwar nicht gewonnen, bist Vierter geworden mit einem Lied, wo auch im Vorfeld natürlich so ein bisschen als Favorit gehandelt worden ist. Mhm. Aber trotzdem, da sind sich alle Experten einig gewesen. Der vierte Platz, der ist grandios gewesen damals. Von 200 Millionen Leuten hast du folgendes Lied gesungen. Schau dir das an. Ja, sehr gerne. «She Got Me», «Dirty Dancing», vierter Platz. Also ein bisschen der gerettet für die Schweizer, die sehr lange schon nicht mehr so gut waren am ESC. Aber auch dort wieder die Frage. Also eigentlich, wenn wir jetzt vorher gehört haben, du bist so ehrgeizig, eigentlich hättest du es am liebsten gewonnen und findest den Viert vielleicht gar nicht so gut. Ja, ne, aber da, ja, ein Momentchen vielleicht. Ja. Ein Momentchen vielleicht hat es mich auch dort ein bisschen gewurmt, obwohl das dann... Aber es ist ja so eine Sache gewesen. Zuerst muss ja die Schweiz an dem mal Halbfinale ist es gewesen, sich qualifizieren. Und das hat mir geschafft, auch nicht immer, oder? Und wo ich nicht das geschafft habe, ist eigentlich schon so ein riesen Stein vom Herz gefallen. Da habe ich, mit dem ganzen Team hier vom Sender und so, da hat sich jeder schon gefreut und das gespürt auch vom Feedback von Schweiz. Ah, okay. Ich glaube, die Leute haben schon mal Freude, weil... Eine Blamage gibt es nicht. Eine Blamage gibt es nicht. Ich wollte nicht heimkommen, bin nicht in diesem Final. Das hat mich schon ein bisschen gewurmt. Und dann sind die Karten natürlich nochmal neu gemischt worden. Und dann hast du schon gemerkt, haben sich so im Hintergrund, also vom Team, manchmal hast du so ein Gespräch mitbekommen, so, oh Jesus Gott, was machen wir, wenn wir das Zeug plötzlich wirklich gewinnen? Weil die Chancen waren, glaube ich, da gewesen. Du hast schon Sorgen gemacht, was machen wir jetzt hier in Eishockey? Wo machen wir das ganze Team? Stell dir vor. Aber dann, der vierte Platz ist nicht grandios. Also ich bin mega glücklich. Wenn es jetzt eine Blamage worden wäre. Also du bist dir das ja gar nicht so richtig gewöhnt. Hast du dich mit dem Gedanken überhaupt auseinandergesetzt? Oder wenn du so mitmachst,
findet das gar keinen Platz in deinem Kopf. Also wirklich so die Option, vielleicht gibt es einen Reinfall. Also das hat es ja auch schon gegeben. Der DJ Bobo ja. hat genau das erlebt. Also ist da eine Gefahr rum? Auf jeden Fall ist da eine grosse Gefahr rum. Ich meine, glaube gerade beim Eurovision Song Contest, wo, und auch noch mit mir, das wäre ja, also, es wäre jetzt privat, also ja, wie soll man sagen? Das hat man mit Handkuss genommen, wenn natürlich jetzt das nicht wäre gut gegangen. Ja. Oder? Hast du das Gefühl, Kritiker haben schon darauf gewartet? Ich glaube schon. Wenn es mit dir nicht klappt. Ich habe schon das Gefühl. Erlebst du das oft, dass man das Gefühl hat, man wartet ein bisschen darauf, vielleicht klappt das Nächste nicht und dann kommen alle die mit ihren Kritiken führen? Oder das kann ich mir schon vorstellen. Also, es gibt natürlich immer Leute, die es anzweifeln. Und da ist der ESC natürlich auch Gesprächsstoff drin gewesen, mit mehreren Kombinationen. So, oh nein, mach das gescheiter nicht. Also auch mein ganzes Umfeld. Da hat jeder gesagt, willst du das wirklich machen? Das ist doch viel zu riskant. Weil wenn es nicht schief geht, dann sagt jeder, haben wir doch gesagt. Ja. Jetzt macht er das, der Henni hier irgendwie, das kommt nicht gut. So. Aber desto schöner ist es. Ja, jetzt kann man sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Auch für dich persönlich. Also, spielst du in einer anderen Liga? Bist du wirklich auch als Künstler, auch als Sänger um Längen erfolgreicher als früher? Ich würde es schon sagen. Also, ich bin persönlich gewachsen. Ja. Und es haben sich enorm viele Türen aufgetan. In dem Sinn von, ich habe so das Gefühl, ich habe mich noch ein bisschen mehr etablieren, wenn man das so sagen kann. So ein bisschen von Akzeptanz. Merke ich jetzt so, wenn ich Konzerte spiele. Und da hilft sicher auch, dass natürlich der Song «Shigatmi» ist mega gut angekommen. Das ist ein Song geworden, jetzt bei mir im Repertoire, wo die Leute mitsingen können. Und europaweit in den Charts. Ja, und das ist immer das Pünktchen, das mir noch so ein bisschen gefällt. So. Ja. Und das war natürlich dann mega schön. Also den Konzertsommer vergesse ich nicht mehr. Aber letztes Jahr, die Leute haben plötzlich mitgesungen. Das war ein ganz neues Gefühl auf der Bühne. Ja, also. Du hast ja immer, also schon länger, können von der Musik leben. Jetzt, wo der ESC passiert ist und du eben europaweit plötzlich im Fernsehen bist, also schlägt sich das auch finanziell nieder? Also hast du ein neues Geschäftsmodell? Bist du jetzt in eine neue Kasten reingekommen, auch dort? Ja, also, da sicher auch lukrativer geworden, auf alle Fälle. Aber ich habe schon immer das Privileg gehabt, dass ich von Musik jetzt wirklich, seit ich vor der Baustelle mit 16 bin davon gewackelt, habe ich dann vor Musik dürfen leben. Es ist nicht immer einfach gewesen. Es hat Momente gegeben, da ist ein Bösnitz. Ich dachte, oh Gott. Also das heisst, es hat Momente gegeben, wo man auch mal an der Existenz zweifelt als Musiker? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich weiss nicht mehr wann, aber irgendwie so, irgendwo dazwischen sogar, so nach 2 Jahren, ich glaube im 14. Da ist es mal knapp geworden, wo man hat viele Auslagen, man hat Sachen. Ich bin auch immer einer, der gute Qualität abgeben, sei es in Musik, ich habe gerne Videoclips. Und ich meine, das Zeug kostet alles Geld. Ja. Und das muss irgendwo aufgehen. Item ist immer aufgegangen. Und klar, durch den ESC so, dass ich nochmal mehr Türen aufgegangen, wo man mehr auch grössere Sachen natürlich umsetzt. Jetzt ist es ja schon früh aufgegangen, also mit Deutschland sucht den Superstar. Damals hast du 500'000 Euro. Auch überkommen. Ich glaube, auch noch ein Auto und der Fahrerausweis ist auch noch da gesponsert worden. Also, wie muss man sich das vorstellen, wenn man plötzlich so viel Geld hat als Teenager, damals 17? Also, hast du es gut angelegt? Hast du es offensichtlich auch gebraucht nachher für Karrieren, eben für Produktionen und so? Aber also, ist noch etwas rum von dem Geld? Oder kann man sagen, das ist alles irgendwie Karriere geflossen? Alles verbrasst. Nein, das ist schon klasse. Nein. Alles schön auf einem Schweizer Bankkonto, hast du damals gesagt. Habe ich das gesagt? Ja, dann hoffentlich ist es noch dort. Ja. Muss mal schauen. Nein, ich musste mit diesem Geld arbeiten. Das ist nicht einfach. Also, ja, ich habe eine Firma gegründet. Ich habe den Cyril, meinen Stiefbruder, angestellt. Jetzt immer noch. Er macht meine ganze Organisation, das ganze Management. Also, ich habe mir probiert, etwas aufzubauen. Und es hat dann irgendwie funktioniert. Also, ich habe probiert, das Startsprungbrett gut einzusetzen, zu investieren und mit dem nicht zu arbeiten. Aber auch etwas können auf die Seite legen. Also ja, auf jeden Fall. Wenn wir mal zurückschauen auf den Bub, du hast es selber gesagt, von der Baustelle eigentlich direkt ins Rampenlicht gekommen. Ja. Damals mit 16, 17 hast du dich beworben für Deutschland sucht den Superstar. Über 30'000 Kandidatinnen und Kandidaten. Wir sehen übrigens das Bild jetzt, wie das damals aussieht. Als Maurerlehrling. Und eigentlich deine letzte Erfahrung auf dem Bau gewesen, weil nachher hast du das gewonnen. Lebst, wie ich gesagt habe, seitdem von der Musik. Und schaffst unglaublich viel. Also was du seitdem alles gemacht hast, eben, du machst Shows und du nimmst immer wieder Musik auf.
ist es auch so eine Art Flucht, dass, wenn du so ein Bild siehst, dass du weißt, dort will ich eigentlich nicht mehr zurück. Das ist wie so ein bisschen, das, was ich mir jetzt erarbeitet habe, da mache ich jetzt, was ich kann, dass ich eben nicht mehr zurück auf dem Bau bin oder ich sage jetzt mal, in einem normalen Leben. Das ist eine gute Frage. Also klar, das war ein ganz anderes Leben, aber ich habe es gerne gemacht. Also ich war gerne auf der Baustelle. Und ausser jetzt zum Beispiel heute draussen regnet es, dann hat es hart gehabt. Ja. Und wenn es kalt war, das klingt jetzt aber auch blöd, dafür hast du wirklich alle so, Aber ich habe gerne etwas immer handwerklich so gemacht. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich gebe jetzt Gas, weil, graus, ich will nie wieder irgendwie, ich will nicht wieder zurück auf den Bau, aber ich will sagen, es ist jetzt nicht, es hat mir nicht wehgetan, ich habe das gerne gemacht. Und ich mache auch heute noch gerne etwas Handwerkliches, also wenn ich bei den Eltern irgendetwas im Garten machen kann oder so, dann bin ich am Start. Ja. Dann mache ich das gerne. Aber ich habe mir es zum Ziel gesetzt von Musik oder was auch immer da in dieser Sparte, die ja gross ist, noch dazu kommen, was ich ausprobieren und ich will von dem leben können. Ich will mir etwas aufbauen. Das ist nach dem Sieg 2012 eben DSDS sehr wichtig für mich. Ich wollte jetzt nicht nur, weil dann hat jeder immer gesagt, ja, dann macht das jetzt ein Jahr und er. Und er ist dann weg vom Fenster wahrscheinlich, ja. Was natürlich auch passieren kann. Aber das war mein Ziel immer, eben, ich wollte weitermachen, ich wollte mir etwas Nachhaltiges probieren, so gut wie möglich. Wann ist denn das gekommen? Weil du hast immer geredet von deiner Jugend auch so ein bisschen als, ich in der Schule bin ich nicht so gut gewesen und habe mich nicht so interessiert dafür. Und plötzlich ist mit dem Sieg offensichtlich etwas in dir passiert, dass du gesagt hast, so, jetzt geht mir ein Knopf auf. Und wie gesagt, seitdem sehr, sehr, sehr dranbleiben, hast du dir auch nie eine Pause gegeben, sondern hast wirklich gesagt, jetzt mache ich das. Was war so der Moment gewesen, wo du für dich selber gemerkt hast, jetzt ändert es oder jetzt wird es völlig anders? Mm. Ja, das war aber auf jeden Fall nicht der, als ich gewonnen habe. Dann, als ich gewonnen habe, habe ich noch von, das ist einfach so, da bin ich irgendwo in der Woche geschwebt und habe einfach mal mitgemacht. Videos gemacht, Album gemacht. Ich hatte die Fäden noch nicht richtig selber in den Händen gehabt. Das muss ich schon sagen. Und dann so zwei Jahre später hat es eigentlich angefangen, als ich da mit dem Cyril mehr zusammen habe, mit meinem Stiftbrüder und wir zusammen haben gesagt, komm, wir müssen die Sache in die Hänge nehmen. Wir müssen das selber probieren, wie das langfristig so funktionieren soll. Muss ich mir selber können verwirklichen. Selber Musik schreiben. Jetzt tue ich selber auch mitproduzieren und mir da reingeben. Ich glaube, das ist sehr wichtig, aber es braucht Zeit. Und jetzt mache ich es seit 8-9 Jahren und bin immer noch nicht angekommen. Aber das ist ja, ich glaube, man kommt da nie richtig an. Also, es soll ja weitergehen, aber jetzt habe ich zuerst mal so das Gefühl, eben seit letztem Jahr, seit dem ESC, so, ich glaube, da hat man sich etwas aufbauen und ein Fakt. Die Abnabelung, die du beschreibst, also die Ablösung, das ist ja nichts Außergewöhnliches. Das kennt man bei ganz vielen Leuten. Und mich dunkt es erstaunlich, so ein die Parallelen zu einem von deinen grossen Idolen, Justin Timberlake. Du hast viel geredet. Das ist jemand, wo eine Karriere gemacht hat, die ich auch sehr gerne mal machen würde. Und wenn ein Ausschnitt, wenn wir dort reinschauen, wissen wir alle auch, warum du das eigentlich auch mal gerne würdest erleben. Ja, unglaubliche Szene. Genau so hast du gesagt. So kannst du und so tiefen Seufzer. Er hat ja einen ähnlichen Weg gemacht. Er ist auch ganz früh ins Showbusiness schon fast gestossen worden. Er ist ein Teenie-Star gewesen und hat sich dann nach können lösen und sich können auch selber behaupten. Hat sich auch vom Management gelöst. Hat auch sein Image ein bisschen gewechselt. Ist das genau das, was dir vorschwebt? Ehrlich, genau, ja. Ich finde einfach, wenn man die Bilder sieht, das fasziniert mich so, die Kombination von einem coolen, standhaften Musiker, der aber eine mega Show macht, mit schönem Licht, schönen Bewegungen. Hochprofessionell. Hochprofessionell. Ja, das ist einfach, das ist das, was ich immer wollte und wo ich so, ja, natürlich auf dem Weg irgendwie daher bin. Das merke ich schon, wenn ich eben irgendwie eine kleine Show spiele. Ich will hier, das finde ich vor, weiß ich nicht, wenn das ein paar hundert Leute sind, dann muss ein gewisses Konzept um sein. Das habe ich gerne bei einem Konzert. Ja. So das, was du vorher angesprochen hast, also die Selbstbestimmung, braucht es das auch, um genau so eine Karriere zu machen? Also man sieht hier und da auch mal so es gibt immer das Klischee von der Marionette, die vom Management gelenkt wird. Wenn du sagst, du hast nach zwei Jahren, hast du das irgendwo auch durchgespürt. Also ist so eine Karriere nur möglich, wenn du wirklich ganz bei dir bleibst oder wenn du wirklich für dich selber bestimmst, bis hierhin und jetzt bestimme ich? Ja, habe ich schon ein bisschen das Gefühl. Ich glaube, man muss sich
selber reingeben. Ich glaube, das ist wichtig, aber ich glaube, man darf auch nicht das Gefühl haben, man muss jetzt alles allein machen. Mhm. Das funktioniert auch nicht. Mhm. Ich kann schlichtweg nicht alles. Ich kann schlussendlich, bin ich der, der singen kann und der, glaube auf der Bühne gut entertainen kann und wo die Leute muss mitziehen muss. Und das Magische probieren, auf die Bühne zu bringen. Aber dann brauche ich ja gleich gute Leute, die das Ganze verbreiten, promoten, irgendwie natürlich auch die Spannung generieren. Und da habe ich aber auch lernen, das auch wiederum abzugeben. Man muss so eine Mitte finden. Mhm. Und wenn man dann alles probiert, selber zu machen, dann kommt es auch nicht wirklich gut. Weil man kann nicht alles, also ich weiß nicht, aber ich kann leider auch nicht alles perfekt. Und ich wollte mich auf mein Zeug konzentrieren. Deswegen ist es super, wenn jetzt mit dem Cyril oder auch mit dem Booking-Agentur, für mich Booking. Also das Abgeben ist für dich wichtig und dich darauf konzentrieren, was du gut kannst. Ja. Das machst du, wie ich gesagt habe, sehr professionell, auch sehr getrieben zum Teil. Also man hat wirklich das Gefühl, du bist ein bisschen Heimli-Feiser. Weil es ist wirklich, du kommst so locker daher und so ein bisschen der Sunny Boy und es wäre alles nur so ein bisschen passiert. Aber es ist alles, man hat das Gefühl, da ist schon ein Plan dahinter. Manchmal gehst du vielleicht dann auch über das Ziel raus. Es gibt ein spannendes Interview aus dem Jahr 2015. Dort hast du eine Platte gemacht, die sehr viel auf den internationalen Markt geschillt hat. Mhm. Und hast dann etwas Erstaunliches gesagt. Ja. Das ist ein Sprung nochmal in ein bisschen andere Liga von Musik halt. Das Ziel ist halt einfach noch weiter rauszugehen. Also so 2016 muss eine Welttour dastehen. Oh. Die, ja. Die hat es dann nicht gegeben, die Welttour, aber es ist ja erstaunlich, der junge Mann, der wirklich hochzielt, eben auch wieder so ein bisschen Justin Timberlake. In der Zwischenzeit hast du mir zurückbuchstabiert und gesagt, ja, ich bin froh, wenn es im deutschen Raum und so, aber braucht es nicht genau diese Einstellung, auch jetzt noch, dass man sagt, mir gehört die Welt? Ja. Würdest du das nicht mehr sagen jetzt? Jetzt würde ich es wahrscheinlich nicht sagen, weiß es nicht. Ich habe auch eine hohe Frisur gehabt, deswegen kann ich wahrscheinlich auch sagen. Aber er ist die Frisur noch gegen aufgegangen. Nein, aber ich finde die Einstellung eigentlich gut. Klar, bis das nächste Jahr oder so. Ja. Aber es haben sich natürlich noch bei mir ein paar neue Projekte auf da jetzt mit zwei Sparten von Musik machen. Englische Musik, wie ich es immer auch gemacht habe, und mache jetzt auch deutsche Musik. Das heisst, ich muss auch da jetzt gehen, bin ich mir so einen Weg am Suchen. Wo will ich jetzt genau eigentlich mehr stattfinden? Und bin auch so in beidem drin. Ist das auch ein Risiko oder eine Gefahr, dass man zwei Schienen fährt oder das Gefühl hat, ich weiß nicht genau und darum vielleicht auch die Fans wissen nicht genau, wo sie mich sollen irgendwo verankern? Ich glaube, es ist sicher immer ein Risiko. Ich probiere, aber ich will es gleich ausprobieren. Ich habe mit deutscher Musik irgendwie gestartet, seit zwei Jahren angefangen und irgendwann hat mit der Helene Fischer noch etwas gemacht. Da haben wir das Bild, das ist unglaublich. Das ist so ein bisschen wie der Ritterschlag natürlich, ja. wenn man in der Weihnachtsshow von der Helene Fischer, wir sehen da, 2018 kann auftreten, zusammen einen Single aufnehmen. Also das ist schon, das ist der grosse Schritt auf die deutsche Bühne gewesen. Oder? Das ist sehr cool gewesen, ja. Nein, es hat gefällt, das hat mir auch gezeigt, hey, ich glaube, ich muss gar nicht irgendwie mega weit weg, wo ich auch in Deutschland auch mega viel, dort ist noch mega viel Luft nach oben. Mhm. Deswegen hat es mich dort auch ein bisschen verankert. Ja, und jetzt wollte ich wieder die zwei Projekte warnen. Und wegen Verwirrung für die Leute, ich glaube, ob ich jetzt Deutsch singe oder Englisch. Klar, das klingt vielleicht ein bisschen anders. Aber es sind zwei Facetten. Und ich glaube, was sich die Leute bei mir können, also was ich hoffe, was sie sich darauf freuen können, oder sich sagen, ah, okay, das ist es, ist einfach eine coole Show, ein cooles Entertainment, etwas, wo einem hoffentlich so bei einem Konzert mitreisst. Mhm. Und mit dem probieren, dort wollte ich noch viel mehr rein investieren, dass das gut funktioniert. Mal von der Sprache abgesehen, die Musik ist ja eh sehr international. Also wir haben natürlich auch die neue Single, die spielen wir auch sehr gerne. «Diamant», die hat im Vorfeld schon ein bisschen zu reden gegeben, weil das Video, man hat lange darauf gewartet und jetzt ist es draussen. Schauen wir auch erst rein. Du bist 110. Schönes Video, das hat natürlich zu reden gegeben, der Song hat auch zu reden gegeben. Vor allem hat es zu reden gegeben, mit wem du da tanzt, wie das ist Christina Luft, das ist deine Partnerin bei Let's Dance. Und seitdem tun sich eigentlich die Medien und vor allem Boulevardmedien darum streiten, wer ist der Erste, der darüber schreiben kann, was läuft jetzt zwischen euch zwei. Willst du es da rasch klarstellen? Ist sie jetzt deine Freundin oder nicht? Ich will gar nicht klarstellen und das eigentlich einfach gar nicht thematisieren, aber
es ist schon überall gestanden, sie sind umgezogen. Ich bin nicht umgezogen, ich wohne immer noch am gleichen Ort. Mhm. Also es, das ist ein gutes Beispiel, was dann natürlich schnell durch die Medien gehen kann und alles spekuliert wird. Ich sage so viel, wir verstehen es einfach super. Deswegen haben wir auch im Video haben sie wieder gefragt, eben so, also nach Let's Dance, ey, willst du ein Video mitmachen? Wo wir haben 3 Monate zusammen getanzt und die Chemie hat gestorben. Und klar, da wachsen wir zusammen. Was du ansprichst, das sind die Schattenseiten natürlich auch vom Erfolg. Und die werden jetzt im Moment natürlich auch noch mal gerade ein bisschen verstärkt durch Social Media, durch die vielen Medien, die sich auf das auch stürzen. Nimmst du das oft auch so wahr? Also du hast vorher ein bisschen angetönt, so ein bisschen eben Kritiker sind rum, man wird auch sehr genau beobachtet, was man macht. Du bist ja bewusst einer, der immer sagt, ich bin ja vorsichtig mit meinen Aussagen. Also du tust dich auch nicht zu politischen Sachen äussern, du sagst, das ist nicht mein Ding. Ist das so ein bisschen ein Selbstschutz? Auf jeden Fall ein Selbstschutz, ja. Obwohl, dass es mir dann manchmal schwierig gefällt. Ich bin einer, der sich nicht so... Ja, ich tue die Sache jetzt, wenn ich es sage, ich schätze es nicht so direkt ab. Ich rede gerne einfach drauf los und vertraue sehr schnell. Was ich, das finde ich alles gut, aber also so wie es jetzt in den Medien abgeht und wie viel das da geschrieben wird, das habe ich also auch noch nie erlebt in den 8 Jahren. Das ist, man fühlt sich fast ein bisschen wie in Amerika, wenn man eigentlich, da kannst du egal was posten, kommt irgendwie wieder eben so eine... Mit dem ganzen Post oder machst irgendeine Story oder irgendetwas und schon ist es in den Medien. Das hat sich auch durch die Jahre viel mehr entwickelt, aber da ist für mich schon... Wo ich jetzt noch viel mehr will, ich so ein bisschen abgrenzen von privat und ja, was zeigt man und was zeigt man vielleicht nicht. Und, ja. Bist du auch misstrauisch geworden? Weil du sagst, du vertraust den Leuten fast automatisch, bist aber auch schon reingekommen damit. Also haben dich Leute auch schon über den Tisch gezogen oder haben versucht, mit dir Profit zu machen. Auch Manager, die sich einfach gemeldet haben, ja, wir bringen dich jetzt gross raus in Amerika. Hast du das müssen lernen? Einfach nicht überall allen Ja zu sagen oder nicht automatisch allen Leuten zu vertrauen. Ist das ein Lernprozess und auch ein Schmerzprozess gewesen? Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass jeder, der da in die Tätigung ist, ich glaube sicher auch in anderen Geschäften, wenn man ja selbstständig ist und man braucht ja Leute, die auch andere Sachen für einen machen und einem weiterhelfen. Und da gibt es leider auch viele Leute, die es vielleicht eben nicht so gut meinen. Da habe ich auch schon Erfahrungen gemacht mit Managements, mit Leuten, die ich zusammengearbeitet habe, was dann auch mit Preisen und Zeug, die plötzlich anderes Zeug wollten verbuchen, wo man dann, oder etwas verbucht haben und ich habe gar nicht davon gewusst, und da irgendwie hinten durch, irgendwie noch etwas. Das habe ich erlebt, ja. Irgendwie mit, keine Ahnung. Wirst du dann auch hässig? Weil du sagst von dir, mit mir kann man fast nicht streiten, aber so etwas treibt auch dich auf die Palme. Ja, so etwas treibt mich auf die Palme, wo es dann einfach, eine Verarschung ist. Und das siehst du aber meistens erst im Nachhinein, wo ich eigentlich so, ja, manchmal eben, oder früher, recht so ein bisschen blauäugig in die ganze Sache rein bin und mich eigentlich immer gut mit den Leuten verstehen. Also dann ist auch ein bisschen mir so ein Mäuerchen aufbauen, so, wo bin ich jetzt, ja, wie offen bin ich? Was erzähle ich direkt, wenn ich jemanden lerne kennen? Also, ja. Etwas anderes, was sicher nicht erwartet hast, ist auch so ein bisschen das Fantum. Also du bist unglaublich populär, hast ganz viele Fans seit Anfang an, sehr viele auch Follower auf Social Media. Mhm. Auch das kann ja seine Schattenseite haben. Also du hast einen ganz schlimmen Stalking-Fall gehabt, zum Beispiel in deiner Vergangenheit, wo sich eine damals 15-Jährige sich offensichtlich dich verliebt hat, dir Messages schreibt, wenn du nicht mit mir redest, dann bringe ich mich um oder ich bringe euch alle um. Ja. Wie war das damals? Ja, das war eine schwierige Situation, wo man es nicht richtig einschätzen kann. Wo man denkt, man, das ist doch ein herziges 15-jähriges kleines Mädchen, wo das cool findet. Weißt du, ich meine, dann kommen so solche Nachrichten, wo du denkst, wie ordentlich das jetzt sein, wenn der 15-Jährige sagt, wenn du jetzt da nicht vor die Haustür kommst, bringe ich mich um oder bringe ich euch alle um. Und, so, oh. Und dann ist sie vor der Haustür gestanden mit einem Kanister. Ja, jetzt hat Gott gesagt, irgendwie zünden mich schon und ist ein riesen Tamtam. Ich so, Gott, was macht man da jetzt? Einfach mal die Polizei angerufen, weil ich dachte, da weisst du ja gar nicht, wie reagieren. Also das habe ich auf jeden Fall nicht gewusst. Das hat sich jetzt zum Glück ein bisschen gelegt, aber da hat es ja, ein paar Aktionen gegeben, die völlig neu für mich waren. Ist man denn dort auf dich eingegangen? Also, weil da werden viele Leute sagen, ja komm, muss sich ja nicht beschweren oder das gehört halt einfach dazu. Also sagen ja viele, auch Opfer von Stalking und viele bekannte und berühmte Leute, es gibt so keine Hilfeleistung. Also hast du dich dort auch an die Behörden gewendet oder ist der Fall jetzt abgeschlossen? Wie muss man sich das vorstellen? Es hat sich jetzt einfach beruhigt, aber es war schwierig, mit dem umzugehen. Also ich muss sagen, ich habe mich nie bedroht gefühlt eigentlich.
Aber ich hatte so wie Angst gehabt. Erstens, ich weiss doch nicht, ob sie sich jetzt irgendetwas antut oder auch bei anderen Fans, wo wir ja auch Sachen gehabt, dass im Konzert plötzlich da randaliert hat und Zeug und irgendwann hat sie, glaube ich, noch jemand gebissen und ja, das war eine ganz komische Sache gewesen. Aber da ist auf jeden Fall ja, gut geholfen worden vor der Polizei. Ja. Und jetzt hat sich das aber seit einem Jahr eigentlich alles... Kannst du das trennen? Also wenn du dann auf die Bühne gehst oder dort bist du wieder der unbeschwerte Luca Haini, der nicht an das denkt oder eben, der nicht an die Schattenseite vom Volk denkt? Ja, ne? Das geht auf der Bühne eigentlich immer super. Ja. Also auch allgemein probiere ich mich nicht zu lange mit diesen Themen zu befassen, weil es gibt überheblich mehr sonnige Seiten, finde ich, an diesem Job. Schon nur, dass ich das machen kann, was ich gerne mache, was das grösste Hobby ist, darf als Beruf machen und dann, hey, wenn ich auf die Bühne komme und die Leute sehe und für sie darf performen, dann sind diese Schattenseiten auch weg und dann kann ich die vergessen. Wenn du an dich in der Zukunft denkst, also jetzt auch der Erfolg oder die Karriere, wenn du ein bisschen weiter denkst, was ist die Zukunft vom Musikbusiness? Weil da gibt es ganz viele Diskussionen. Eben, gehen die Leute überhaupt noch Konzerte zum Beispiel nach Corona? Kaufen sie wieder mehr Musik? Streamen sie mehr Musik? Wo siehst du vielleicht auch für das klingt jetzt so ein bisschen zynisch, aber für das Geschäftsmodell Luca Haini, wo siehst du da deine Nische in Zukunft? Es ist spannend, wo natürlich das alles hergeht mit der Musik, klar. Ich finde, es hat sich mega etabliert jetzt mit dem ganzen Streaming, mit den ganzen Streaming-Diensten. Macht man dort Geld? Also auch mit so als, ich sage jetzt mal, als Schweizer eher kleinen Künstler im internationalen Vergleich. Man braucht viele Streams, der funktioniert. Ja. Aber enorm wir reden hier von, es funktioniert, wenn du vielleicht eben mit so 30, 40 Millionen Streams hast, dann fährt es auf Fägen. Ja. So. Wie hast du? Das ist egal, wir haben 40 Millionen, glaube ich. So dort rum. Ja. Also der Fakt schon ein bisschen. Man muss schon mal das Video zahlt, man hat schon mal das. Ach, du musst dir vorstellen, das Video, das kostet ja einfach. Das kostet halt ein bisschen etwas. Und man will immer das Beste. Und wenn man natürlich dann verhältnismäßig vielleicht einfach 1 Million Streams hat, dann verdient man weniger. Das ist schon. Und früher hat man natürlich, wenn man 1 Million CDs verkauft hat, viel mehr Einnahmen gehabt, das ist klar. Aber das Schöne ist, es macht Spass. Ich glaube, die Leute werden auch in Zukunft immer Musik hören. Also Musik merke ich bei mir auch immer selber. Wenn es mir schlecht geht, berührt es mich. Wenn es mir gut geht, meine Playlist die passt sich immer an. Und das ist schön. Und man kann alle Emotionen mit der Musik immer wieder aufholen oder sie geniessen oder sich noch trauriger machen, wenn man traurig ist. Das geht auch, finde ich. Ja. Und deswegen wird es immer Bestand haben. Und ich glaube, dass die Leute sich hoffentlich auch wieder auf Konzerte freuen. Wenn du das noch weiter denkst, was du vorher gesagt hast, oder auch mit dem Ausschnitt, dass eben vielleicht die Welttournee kommt die mal noch? Oder hast du das Gefühl, irgendwie, vielleicht muss ich noch einen Schritt weitermachen und vielleicht jetzt ganz professionalisiert denken und sagen, jetzt muss ich mir genau das richtige Management in jedem Land aussuchen? Oder ist es halt so ein bisschen schweizerisch, dass man sagt, irgendwie, eben, es läuft ja eigentlich gut, so wie es ist? Die kommt noch! Die Welt noch. Ich bin jetzt wieder motiviert. Wenn die vor Show sagt, das. Nein, das kommt schon noch. Ich will andere Shows auf jeden Fall noch in verschiedenen Ländern spielen. Aber du sagst, es braucht die richtigen Partner in verschiedenen Ländern. Das war schon eine Wahrnehmung, die ich auch machen musste. Du kannst nicht jemanden haben für die ganze Welt. Du brauchst auch in jedem Land genau die richtige, oder die richtige. Und die Leute muss man zuerst finden, aber ich bin da positiv gestimmt und wollte einfach grandiose, grosse Shows machen mit viel Tamtam und ja, cooler Energie. Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man eben in weitere Shows geht, obwohl du sagst, jetzt gibt es nicht mehr so viele TV-Shows, wo ich mitmachen könnte. Es gibt einen lustigen Satz von deinem Vater, wo du Deutschland sucht den Superstar gewonnen hast, hat er gesagt, ganz toll, Luca, einfach mach zwei Sachen nicht, bitte, geh nicht zum Eurovision Song Contest. Nein, hat er das gesagt. Und geh nicht ins Dschungelcamp. Der ESC ist jetzt abgehakt, gehst jetzt ins Dschungelcamp? Nein, das könnte ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich bin ein Genussmensch, ich esse auch sehr gerne, aber nicht solche Sachen. Das würde ich nicht über das Herz bringen. Also kannst du dir nicht vorstellen, das machen ja viele Prominente, um eben noch mehr in den Schlagzeilen zu ziehen oder so. Also du machst dort schon auch eine Trennlinie und sagst... Ja, dann ist wirklich klar, der Laden unten, das will ich nicht, weil dort rutscht es für mich in etwas rein, wo... Ist vielleicht auch eine Challenge, ich will das nicht irgendwie, aber... Ob ich jetzt lerne tanzen und mich da probieren zu beweisen, für mich... Ja, irgendwo durch einen anderen Stellenwert, als ob ich jetzt dort mehr hergebe. Das will ich nicht machen.
Wir sind gespannt, wo die Zukunft uns hier hinbringt mit dem Luca Haini. Ja, ich für heute bedanken wir uns ganz herzlich für das Gespräch. Dankeschön. Merci dir vielmals. Und danke Ihnen vielmals für das Interesse. Das war es von Gredig Direkt für ein gewisses Zeitchen, weil wir sind jetzt in der Sommerpause und sind ab dem 20. August wieder für Sie da. Wäre natürlich schön, wenn Sie mit dabei wären. Danke Ihnen vielmals. Einen schönen Abend, eine gute Zeit und bis gleich. Auf Wiedersehen miteinander.